Und wieder muss ich mich fragen, wie bin ich denn hierher gekommen? Ich wollte doch eigentlich bloß ein paar Glühwürmchen jagen. Egal, Leute, schön, dass ihr wieder dabei sein wollt, wie ich hier in einer Ancient Ruin mich ein bisschen erkunde. Aber erstmal brauche ich eigentlich keine Waffen. Ich muss mal ein bisschen Waffen ausrüsten. So, eine schöne Lanze, ja. Yeah. So, mein altes Schild wieder. Welches habe ich da noch schon benutzt? Was ist in Benutzung? Das hier. So, und natürlich auch den geilen Bogen. So, den ich E2 habe. Okay, reicht. Und vielleicht die Klamotten auch noch mal wechseln, weil jetzt ist mit Schleier. Nee, erstmal, wenn ich Glühwürmchen hab, ne? Glühwürmchen. So, was haben wir denn jetzt hier für ein komisches Ding hier? So, da ist eine Tür. Da ist ja nur dieses Vieh. Ja, ja. Und, drei Leuchtedinger. Muss ich dreimal was aktivieren? Oder? Oh, sind da drei Türen. Okay, warte mal. Was passiert, wenn ich einfach mal durchlaufe? Ja, mal testen. Hm? Ist ja schon was passiert? Ist gut. Was zum. Aha. Okay, was passiert da wirklich? Aber. Okay, nur ganz kurz. Warte mal, da. Ah, okay. Also, da. Ich muss dann anscheinend schnell durchfahren. Ja, okay, schnell durchfahren. Ne, da die Dinger da erwischen. Ja, ist doch kein Problem. Ich hab doch alle. Ich hab doch hier Rakete und so. Aber warum sind hier diese Dinger eigentlich? Diese, die man in eine Wand stecken kann. Na gut, ich würde einfach mit Rakete, oder? Ich fahre einfach einfach schon durchfahren. Und dann alles halt, wird ja alles aktiviert mit ganz kurzer Zeit. Ja, und ich habe hier Räder dran. Ich glaube, das funktioniert so. Stup. So, nicht einfach abhauen. Nee, mit Turbo-Boost hier, das geht nicht. Aber ist ganz schön viel. Warum ist das so viel? Ich meine, ich habe das jetzt verstanden. Ich muss ganz schnell, wenn ich durchlaufe, die Tür auf, die zweite Tür geht auf, die dritte geht auf und dann aber auch wieder zu. Ja, oder warte mal. Ja, oder muss ich. Ich glaube, den Weg nicht schnell genug, oder? Trotz Rakete? Warte mal, wie viel lange habe ich denn Zeit? Zack. 1, 2, 3, 4. Okay, doch. Wenn ich damit Rakete durchrase, dann müsste reichen. Also, wenn ich jetzt die Schwunghaftigkeit einer Rakete noch in Erinnerung habe, ne? Vielleicht mal einfach 2 ran. So, guck mal, das klappt überhaupt, dass ich da auch drauf bleibe. So, schön gerade. Ja, ich werde ja sowieso in Form gehalten, weil ich hier schön in einer Schienenlage bin. Okay, dann mal gucken. Ducke ich mich vielleicht? Geil. So, das hat geklappt, wo ich es mir dachte. Ah. Tschuh, das sieht ja so wertvoll und krass aus. Was haben wir hier? Eine große Sono-Energiesphäre. Na gut. Aber ganz ehrlich, warum liegt denn so viel anderer Kram hier rum? Ich meine, so richtig viel. Achso, ja stimmt, ich muss irgendwie noch zu dem anderen Vieh. Oh nein, sag bloß, das ist jetzt. Warte mal, wie komme ich zu dem anderen Vieh? Was da noch irgendwie dahinter ist? Soll ich durch die Decke gehen und dann komme ich nochmal irgendwie anders raus? Nee, Truhe ist ja. Ja, ist schön. So, bleibt ihr jetzt offen oder hält einfach wieder hinter mir zu? Weil guck mal, hier ist ja noch. Hier ist ja noch wer. Lass mich mal ganz kurz einen Blick reinwerfen. Hm? Durch die. Okay, es sieht aus wie aus einer anderen Höhle. Von unten weiter? Nee. Von oben? Ja, was soll das denn jetzt? Hallo, ja, du komisches Vieh. Wie komme ich da ran? Was ist da eigentlich daneben? Das sieht so komisch aus, oder? Das geht doch nicht. Nee, hier ist nix. Ich würde ja mal versuchen, ich guck mal jetzt kurz, ob ich irgendwie da wieder rauskomme, wo ich da rauskomme. Hoppala. So. Wup. Und ich gehe natürlich gleich wieder runter, wenn ich merke, oh, ich bin hier raus aus der Ruin. Denn das geht so nicht. Nee, so nicht. Zurück. Wow, richtig schnell. Ja, dann glaube ich aber trotzdem, dass er von einer anderen Seite irgendwie ist. Von irgendwas ganz anderem. Kann ja noch einen anderen Eingang geben, der dann dahin führt. Hatten wir ja auch schon öfter mehrere Höhlen, die dann auch alle ein Häkchen einfach kriegen. Vor wie, ja, hast du alles entdeckt, ja, freu dich. Und jetzt hau ab. Ja, deswegen denke ich mal, gut. Das ist nur ein Hinweis, von wegen, guck dich nochmal genauer um. Gucken wir nochmal so durch die. Ach, guck mal, auch könnte auch von. Genau von unter mir könnte das irgendwie sein. Kann ich irgendwas hochheben? Voilà. Hochheben ist doch das hier. Ja, den Stein. Gut. Stup. Aber nix. Geht irgendwie noch weiter unter mir. Na, okay. Nee, will ich jetzt aber nicht. Ich glaube, hier ist keine Falltür irgendwie zum. Warte, was zum. Moment mal. Keine Falltür, aber einfach ein direktes Loch. Wow, Alter. Ich entdecke hier einfach alles. Ist denn nicht zu fassen, Mann? Oh, ey, da guckt man sich einfach um. Und da ist nicht mal der komische Nebel hier irgendwie. Dass der irgendwie Stress macht. Tschüss, Mann. Alter, über 90 Pfeile. Richtig geil. So, Majoim Signum. Alter, schon 18 Stück. Ich muss irgendwann echt mal wieder zu ihm hin und ein bisschen was finden. Nee, warte mal, ich gehe jetzt mal nicht durch die Decke zurück, weil genau vor der Höhle, ich bin ja nur vor Gegnern weggerannt beim letzten Mal, aber genau vor der Höhle waren ja richtig, richtig viele Leuchtekäferchen. Und ich brauche nur ein bisschen, ne? Ups. Ups. Okay, da.
Wie viel habe ich denn schon nochmal? Wie viel hatte ich? Ich habe noch diese, den antiken Dolch, ey. Richtig geil. Wo sind jetzt hier die Käferlein? Käferchen ist ja jetzt alles hier, alles in einem. Hier, Schleichwürmchen. So, ich glaube, brauchte ich sogar 10? Oder brauche ich sogar mehr? Ich habe die genaue Anzahl schon wieder vergessen. Deswegen gucke ich einfach nach. Lieber nachgucken. Tagebuch bitte. Nebenquests. Angestellte Neuge, die Tüffler Teleport, nee, Hilfesuchende, die Suche des, genau, die Suche des Flötenspielers, ja, wie viel denn, 10, das haben wir doch locker, das ist natürlich bloß nicht mehr Nacht jetzt, ne, das ist natürlich jetzt doof, ach, warum hab ich's denn nicht Nacht, sind die echt nur nachts da oder nachts nur einfach besser zu sehen, naja, doch, jetzt auch Not, catchen wir einfach ein bisschen, das Lagerfeuer, kann ich da rasten? Alter, was ist denn das hier alles? Guck mal. Ist das ein Kopf? Oh! Was ist denn hier passiert? Ich weiß ja, das Throne ist ja dafür bekannt, dass irgendwie so, da war ja schon damals so Ancient Ruins die ganze Zeit über, aber hier ist er jetzt richtig verrückt. Ja, ich muss leider warten, bis es Nacht wird. Ach man. So, ist hier irgendwo der Schildtyp? Nee. Hier sind auch richtig viele Bäume, ne? Das ist ja gar nicht so weit weg von Angelstädt, sag ich mal. Was laber ich? Da ist richtig weit weg. Aber muss ich mal gucken, wo hier Bäume ran, K. Muss ja irgendwie gehen. Alter, man lebt hier inner. Aber jetzt würde ich es halt gerne irgendwie schnell Nacht machen, aber ich glaube, das. Ja, geht das mit einem Kochtopf? Oh, da ist ein Händler, hallo. Oh, nee, ich glaube, wenn hier so inner alleine rumrennt, ist es bestimmt einer von den Jägers. Na gut, den schnappe ich mir. Was ist da hinten? Überall Ruin. Was ist denn das da? Da ist so was Gelbes. Also, nur so ein Bananenbockblin. Hallo. Oh. Alter, es ist Milz. Hey, den kennen wir den nicht so, ja, auch von früher? Na, was gibt's denn? Ich habe den Eindruck, wir sind vom gleichen Schlage. Gib's zu, du bist auch auf Schatzsuche, oder? Ich bin zwar wie ein Mitglied der so einer Forschungsgruppe gekleidet, aber eigentlich suche ich nach Schätzen. Ich dachte, diese Wichtigtour hätten vielleicht Zugang zu Informationen über Ruinen, in denen Schätze sind. Darum habe ich mich ihnen angeschlossen. Oder mich eher eingeschlichen, wenn man es beim Namen nennen will. Aber statt Infos über lohnende Schätze habe ich bislang nur gefährliche Forschungsaufträge bekommen. Aber ich bin ein echter Pechvogel. Ja, dann renn mal alleine weiter rum. Ey, ist ja noch so ein Vieh. So, fühl mich in der Höhle. Ja. So, soll ich mal abballern nochmal wegen Geld? Nee. Dann geh ich jetzt nochmal in die Höhle, komm, wir müssen eh warten, bis es Nacht wird. Alter, entdeckt. Ist ja nochmal so ein Ding. Ausgrabung Findras Wald. Ist ja nochmal so eine Höhle hier. Okay, der mal da oben ist bestimmt schon das olle Vieh drinne. Können wir das mal ein bisschen gleich einfacher machen? So, das andere war im Untergrund. Das hier ist jetzt bestimmt im Obergrund zu erreichen. Ja, klar. So, der dritte kommt wirklich unter. Ja, das. Na wohl, ich hab's doch gewusst, Leute. Da ist er doch. Davor abgeschossen, ey. War so richtig brutal. Flup. Danke, Mann. Signum eingecashed. Ey, bei 20. Was kriege ich denn nochmal dafür? Ich glaube, 2 Sachen. Na, zur Not macht man einfach ich bei. Bei dem Spähposten nochmal halt und macht dann einfach den Tag zur Nacht und dann ist er in oder vorm Laden. So, lass mich raten, das Ding muss ich einfach permanent drehen, oder? Ist er sein mit Strom? Ja, da muss ich permanent drehen, ja, da macht man einfach wieder so richtig klassisch, Leute, pass auf. So, hier, richtig classic, ne, einfach wieder zurückspulen, weil dann dreht sich's ja. So. Ach, Junge. Tada! So. Kennen wir doch die Tricks. Und es ist... Noch eine große Sonau-Energiesphäre. Naja, okay. Hups. So, danke, Mann. Okay, Tür bleibt offen. Nice. So, das war das. Also, ich rechne damit, dass die, wenn denn nie größer sind, als halt einen Schatz und einen so einen blauen Frosch da kalt machen. So, es ist immer noch nicht Nacht. So schnell geht das nicht, Marcel. Ja, ich weiß. Alles so schön hier, alles, ey. Das ist ja noch richtig so, ich glaube, so ja die unberührteste Natur in ganz Hyrule. Die ganzen Throne-Wälder. Hm. Ja gut, ich würde jetzt ehrlich gerne doch die vierte Feen-Quest auch mal zu Ende bringen. Obwohl das ja echt cool ist mit den Höhlen. Ob hier noch mehr sind? Die ganzen Ruinen, ey, alles schon kaputt und zerstört. Ich verliere auch langsam die Orientierung, aber ich sehe auf der Map, ich habe einen Fußmarsch. Warte mal, war ich hier schon? Hier komme ich jetzt schon wieder an so einem Ding vorbei. Oder ist das eine andere Stelle mit Holz? Ob das auch so naue Konstrukte sind? Alter, vor dir fette Steine und ein mega fetter Baum. Ist da bestimmt ein Krupp drauf. Hipsala. Nee. Ich hätte hier ihn versteckt. Hups. So,
Hallo? Ist hier jemand? Hallo? Jetzt teilt sich auch noch der Weg auf. Jetzt kann ich mir aussuchen, wo ich hin will. Ach ja, und Furwon regnet, ey. Furwon Waldmündung. Ey, cool. Hier hat einer ein Lager aufgebaut. Ey, warte mal, ist das hier irgendwo einer? Jemand, der Hilfe braucht? Jemand, der ein bisschen Geld springen lässt, wenn ich ihn rette? Spring erstmal auf den Baum hoch hier. So. Auch kein Krog. Mensch, hier sind aber viele so eine fetten Bäume. Alle mal abgrasen. So, nee, ich näher mich wieder einer Höhle, in der ich schon war. Oh, gibt's überhaupt bei Regen? Oh, was zum... Was war das denn? Ein Tulin? Hast du irgendwas entdeckt? Irgendjemand, der mich abballern will? Der wird gleich gekillt. Hey, bist du hier in Ivarok? Nee, natürlich nicht. Schleichling. Alter, was zum... Okay, hier sind einfach nur Octoroks. Na gut. Die sich hier so doof verstecken. Was haben wir hier? Was ist denn hier? Blümchen? Was war denn gerade für eine Erscheinung, Leute? Ganz komische Blütenblätter. Oder einfach nur eine falsche Fährte. Dass hier auch wieder kein Krog ist. Na egal, das sind einfach nur fette Bäume, die sehr merkwürdigen Auswuchs haben, immer nach oben hin. Also wir gehen einfach weiter. Marschieren wir einfach ein bisschen. Bisschen gucken. Wenn wir denn die Blühwürmchen haben, dann teleportieren wir uns ja zurück. Oh, jetzt sind wir bei der Brücke. Oh, stimmt, hier war das Symbol irgendwo, ne, an der Wand. Okay, wollen wir einfach mal zur Hyrule-Brücke gehen. Aber da ist so ein Glidrock drauf. Die kriegt niemals down. Was ist denn das hier? Okay, das sieht sehr verdächtig aus, Leute. Was ist das denn? Das kannst du nicht erzählen. Das ist doch hier... Was ist das? Soll ich das irgendwie kaputt slashen? Warte mal, hab ich irgendwas zum kaputt hauen? Ich guck mal. Ah, nee, da muss irgendwas drin, wa? Wenn jetzt so eine komische... Ah! Oh, ich glaube, so hatte ich ja schon mal vor kurzem gesehen, ne? Und konnte mir nicht da... Und war ein bisschen zu verängstigt von dem Gegner. Ah, dann wird das hier sowas sein. Ah ja, wie soll das denn klappen? Okay, entweder muss ich selber noch ein Stöckchen machen, damit das hält, oder ich muss irgendwie wirklich hier rumtricksen. Ey, geil. Boom! Okay, wieder ein neues Krog-Rätsel mal kennengelernt. Du hast mich gefunden, wo mein Rätsel richtig schwer war. Tschüss. So, ein Krog noch. Oh, ey, was, ey, da jetzt auch noch mal in die Tiefe. Aber ist nicht irgendwie vor dem Glidrock irgendwie noch ein Schrein oder so? Das ist ja richtig schön. Was macht der denn da oben? Was macht der denn da? Hat der Bananen? Nee, was hat der denn da? Oh. Okay, der hat irgendwelche Elektrofrüchte gehabt. Verdammt. Von denen ich jetzt wohl keine mehr kriege. Weil ich die komplett abgeschossen habe. Oh, aus da hinten. Doch, ich krieg noch ein paar. So, die Hyrule Bridge. Ach, der war auch immer cool, ey. Ob der Drache sich nur blicken lässt. Der kam nämlich damals aus der Wasserquelle raus, aus dem Ursprung. Ich glaube, jetzt hat er auch ein bisschen zu viel Angst. Aber könnte ich so einen Gridlock schaffen? Ich meine, ich habe ganz schön starke Waffen. Aber ich, Mann, wenn der fliegt, dann nützt es dir auch. Ich habe ja bloß meine Pfeile, wenn er fliegt. Ich meine, ich habe auch momentan viele Pfeile. Ja, aber. Oh, ein Schrein in der Nähe. Cool, nehme ich vielleicht den noch mit. Warte, welche Richtung? Nicht in die Richtung. In die Richtung? Zum Wasser? Glück. Hey, cool, der Maler schon wieder. Hat der wieder irgendwas? Ach ja, okay, der sucht ja mal diese komischen Inseln. Hylia-Brücke. Ach, diese Form zieht meinen Blick wie magisch an. Entstand sie auf natürlichem Wege? Oder, Ja, Mann, das ist ein fetter Glieder auf der Brücke. Musst du aufpassen, was denn der herkommt. Ah, du bist es. Auf einer Reise kann man viele schöne Anblicke genießen. Sie erfüllen die Seele mit Freude. Wie ich sehe, interessierst du dich für das Gemälde, an dem ich arbeite. Siehst du die kleine Insel dort? Ich finde sie höchst faszinierend und möchte ihre Form auf meiner Leinwand bannen. Ja, schon wieder. Kennen wir doch schon. Hast du schon oft gemacht. Seit der Kataklysmus über uns hereinbrach, gibt es viele Inseln, die am Himmel schweben. Doch keine hat bisher mein Interesse so geweckt wie diese seltsam geformte Insel dort drüben. Dieses Gefühl ist mir unerklärlich, doch es ist, als würde sie mir etwas sagen wollen. Ja, da sind Infos drauf, muss nach Kakariko gehen. Es muss doch einen Grund für die seltsame Form der Insel geben, findest du nicht auch? Kann man hier eigentlich warten? Oh ja, tatsächlich, ich könnte jetzt warten, bis es Nacht wird. Alles klar, bis abends. Ach, Mann, ey, diese ollen Glühwürmchen, die muss man ja irgendwie auch mal rauslocken, nicht wahr? Oh, er chillt jetzt auch hier. Ja, interessant, dass du so lange gewartet hast wie ich. Da wird jetzt aber der Schrein... Ach, ist der denn echt da im Wasser drin? Ja, na okay, aber auch von auszugehen, ne? Alter, Mann, ey, trau mich immer noch nicht gegen so ein Vieh. Das ist doch viel zu gefährlich, Leute. Viel zu schlimm. Und da ist ein goldener Apfel. Juppala. Komm her. Eingecashed. So. Glühwürmchen. Naja, muss eigentlich wieder zurück in den Wald, ne?
Das ist ein bisschen doof hier alles. Wir finden die schon, wir finden die schon. Fehlen bloß noch vier. Dann wird sofort zurückgebeamt und dann gucken wir uns das schöne Schauspiel der vierten Fee an. Also, wenn ich schaffe, die noch rechtzeitig zurückzubringen, wer weiß, wie die dahin wollen. Wo die vierte Fee ja nicht so weit weg war. Nur ein bisschen höher gelegen. Also muss ich mir vielleicht was einfallen lassen. Ja, unser Wagen hat kein Pferd und kein Ding. Sollen wir vielleicht einen Helikopter draus bauen? Klar. Fliegen wir da einfach hoch zu der. Könnte ich mir aber vorstellen, dass die natürlich auch die letzte Fee ein bisschen schwerer erreichbar machen wollen, ne? Könnte ich mir schon vorstellen, ne? Wir lassen uns überraschen. So, aber erstmal muss ich es überhaupt schaffen. So, dann war hier so ein kleiner Tümpel. Leute, ich weiß da auch nicht. Wo sind jetzt die Glühwürmchen? Mann, die sind halt im Wald. Aber ich bin nicht im Wald. Boah, okay, wieder Steine. Jetzt sieht die auch alle so komisch aus, diese Construction, ja. Der Weg ja komplett falsch. Aber ist ein schöner Ausblick. Ach, da ist dieses Schiff, ja. Ja, okay, okay. Na, ja, dann gehen wir wieder zurück im Wald. Ganz schnell. So. Komm, Tolino, oh yeah. So, ich hoffe, ich finde jetzt auch noch eins welche. Lass mich nicht wieder von Gegnern erschrecken. Und wenn ich mich erschrecken lasse, muss ich sie einfach killen. Steht da der Typ mit seinem Schild? Nee. Ach, guck mal, da oben ist er sogar hier. Imcheck. Olle Imcheck ist auch da oben. Sehr, sehr schön. Ach, die sind auch wieder da. Nicht sehr schön. Wie komme ich denn da zu dem hin? Habe ich da irgendwie einen Teleportort dahin? Warte mal auf der Karte. Nee, also der ist hier oben drauf. Okay, da muss da irgendwas noch Schreinmäßiges sein. Aber habe ich jetzt nicht. Habe ich keine Ahnung. Ich will Glühwürmchen haben. Sonst nix. So. Hier sind sie doch schon. Komm, Link. Schleichaufwit an. Also ich müsste einfach hier ein bisschen durchspringen können. Das interessiert doch keinen. 7, 8. Hups. Jupsala. Juppala. 9. Und ich nehme noch einen extra mit, damit ich das immer noch im Inventar habe. Und einer kommt da ab. Nein. So. 10. Verdammt, sind jetzt alle abgehauen? Nee, komm. Hier ist noch einer. Oh, oh. Du erschreckst sie doch alle, du olle Sau. So. Aber Banane nehme ich auch gerne. Gut, Tasche ist voll. Egal, wie die gleich wieder respawnen. Oder sind das hier. Sind das hier einsammelbare Glühwürmchen? Verdammt, die sehen einfach nur so aus. Komm, eins noch. Ich will nicht mit leeren Taschen denn dastehen. No Chili-Schauten. Wir nehmen wir da nochmal hin. Komm schon, Glühwürmchen. Komm her. So. Boah, ich wurde gerade abhauen. Habt ihr das gesehen? Ich hab mal ja einen schnellen Langarm gemacht und einfach gegrabt. Verwauen Waldmündung. Da hauen gleich die Dinger ab. Gut, ich hab, was ich wollte. Hauen wir rein. Hier ist der Stall. Gut. Oh, zack, zack. Guti. Ah, Mann, ja, die Zeit ist schon wieder so vergangen. Aber wir haben coole Ruinen entdeckt. Davon wird es noch mehr in Verwauen geben. Aber erstmal, ich musste echt mal diese Task endlich mal beenden. Dass ich immer mal wieder auch wirklich, wie ich es ja geplant habe, so auch mal so zwischen den Parts halt mal meine Ausrüstung aufstocke. Ich meine, die Animationen sind ja lustig, ne? Können wir uns doch gerne immer wieder reinziehen, aber irgendwann ist ja auch mal Schluss. Wir können jetzt nicht angucken, wie wir wirklich alle Dinger aufrüsten. Hä, steht da auch einfach ein Glirock? Einfach so? Oder ist das die Brücke? Nee. Hä, wo steht der denn? Der steht hier. Ey, wo gibt's denn diese Viecher überall? Richtig Angst. Oh, so schön alles. Okay, wartet halt jetzt nicht. Fokus. Fokus. Da ist der Stall. Ich hoffe, der Typ ist der Flötenhaini immer noch auf dem Baum. Flötentypi. Ah, ne, ja, das ist schon der unterm Baum. Okay. 10 Schleichwürmchen. Mann, ey, das ist ja so eine krasse Aufgabe. Wie soll ich denn das nur hinkriegen? Ich hab's schon längst. Hm? Ich könnte schwören, dass ich in deiner Tasche gerade etwas leuchten gesehen habe. Hast du. Sag, du hast einfach meine Glühwürmchen dabei? Falls du 10 weitere Glühwürmchen für mich hättest, könnte ich meinen Baum in voller Pracht erstrahlen lassen. Die habe ich hier, Mann. Sind nur ein bisschen feucht. Ah, ich fühle mich ganz ehrlich. Das Licht zieht noch weitere Glühwürmchen an. Und ich habe ja auch schon ein paar gesammelt. Mit allen zusammen werde ich den Baum erstrahlen lassen. Also als sei er ein Märchen entsprungen. Vielen Dank. Und also ich weiß ja, du hast mir gerade einen riesen Gefallen getan, aber dürfte ich dich noch um etwas bitten? Wärst du vielleicht so super lieb und würdest Heite hierher bringen, solange es dunkel ist? Heite? Falls es dir heute partout nicht passt, kannst du sie auch in einer anderen Nacht hierher bringen. Oh, und tu mir bitte den Gefallen und erwähne meinen Namen nicht. Es soll eine Überraschung sein. Warte, Heite, wo ist denn die? Beim Stall, oder? Oh Mann, die Suche nach Flötenspielers. Kann ich mal kurz gucken. Um den leuchtenden Baum möglichst effektvoll zu präsentieren, hat Fane dich gebeten, Heite Nacht zum Baum zu führen. Okay. Es ist Nacht, sehr gut, mitten in der Nacht.
Also, die muss sie jetzt wecken? Der Regen. Bist du der? Sie ist es. Na, guten Abend. Fane ist noch nicht zurück, obwohl es schon dunkel ist. Woher kann er nur sein? Kommst du mal kurz mit, Mann? Hm? Dank der Nachfrage, aber nicht bei dem Wetter. Doch nicht bei dem Wetter, hallo? Wer sind Sie denn? Oh, hallo, dürfte ich dich vielleicht was fragen? Hast du hier in der Gegend vielleicht ein seltsames Wesen gesehen? Seltsames Wesen? Ja, ein bisschen wie ein Pferd, nur irgendwie viel breiter. Mit eleganten Hörnern, also nicht wie eine Kuh oder Ziege. Und es hätte diese beängstigenden, schafenden Reißzähne. Es tauchte auf, als ich östlich von hier durch den Wald spazierte. Doch als ich es mit genauerer betrachten wollte, war es einfach verschwunden. So ein Wesen hätte ich vorher noch nie gesehen. Ich war so richtig schockiert. Ein Reisender, der vom Stall am See kam, meinte ebenfalls eine solche Kreatur gesehen zu haben. Vielleicht heißt es ja, dass auch ich ihr irgendwann mal wieder begegnen werde. Okay, das ist ja, haben wir auch schon öfter erfahren. Nur über diese komische Gestalt, die halt irgendwie einer wissen will. Was ist denn jetzt hier mit dem Wetter los? Ja, dann ist es anscheinend, dann kann man hier oder an mehreren Stellen diese neue Tierart, wie der mal hieß, entdecken. Die müssen wir noch unbedingt fotografieren. Da-da. Eine geile Axt, zwei Hand. Oh, guck mal, die müssen ja alle im Regen stehen. Oh. Die gucken. Da-da. Tut mir leid, ne? Wenn ich hier euch eurer Pflege bedürfte, dann würde ich euch alle unterbringen, ne? Ich kann nicht dafür, dass die beim Stall alle so fies sind. Ich nehme erstmal Tomaten. So, warte jetzt einfach bis zur nächsten Nacht. Da-da-da. Kommst du mit? Nee, danke, nicht bei dem Wetter. Wer ist denn eine authentische Antwort, ne? Wie immer auf dem Baum da steht, der Kleine. Brunnen an der Hochebene. Da war ich schon drin. Na ja, klar, die ist ja richtig groß. Bum, bum, bum. Ja, okay, komm, ich warte einfach mal bis jetzt. Ich warte einfach bis zur nächsten Nacht. Also, ups. Die Waffentasche ist voll. Geht ja gar nicht mal, weil kein Feuer an ist. Wenn du denn schlaf ich halt so. Ich will pennen. Kann ja mal einen Gutschein benutzen. Ja, kein Rennen bei Regen, ne? Na, mal schön, trotz des schlechten Wetters hergekommen zu sein, wa? In unserem Stall kannst du richtig gut pennen. Ein normale kostet Dings hier, ich habe einen Gutschein, wie setze ich den ein? Ich möchte ein normales Bett, bitte. Ein normales Bett, ja, Übernachtungsgutschein verwenden? Du musst allerdings wissen, dass du in diesem Fall keine Stallpunkte erhältst. Ne, denn ich zahl's gerne Cash. Das macht dann einen Zwacken. Ich penne einfach wieder bis abends, ne? Alter, einfach brauch ich die 24 Stunden schlafen. Ah, ja. Tada. So, wie ist wieder voll geheilt? Toll, ich krieg keinen Stallpunkt, ey. Muss ich echt jedes Mal pennen, oder was? Gut, danke schon wieder Full Heal. Die Sonne ist schon untergegangen, aber für dich beginnt der Tag ja erst jetzt. Ich hoffe, du fühlst dich ausgeruht. Zum Dank für die Umlaufung kriegst du einen Stallpunkt. Okay, danke. Oh. Ah, sag, du hast dir doch schon einmal den Himmel im Nordosten angesehen, oder? Da blitzt es die ganze Zeit. Siehst du diese schwarze Wolke, die einfach nur bedrohlich aussieht? Die gibt es seit dem Kataklysmus. Sie verschwindet niemals, nicht an einem Wind, nicht mal am windigen Tag. Frag mich, was es damit wohl auf sich hat. 21 Uhr, perfekt. Ach man, Fane, ey. Na, guten Abend. Fane ist noch immer nicht zurück, Mann. Kommst du jetzt mit? War? Gut, aber wo gehen wir denn hin? Alter, sie kommt mit. So, ich muss mich mal ein bisschen passender kleiden. Für dieses Spektakel, was wir jetzt wohl gleich erleben werden. Boah, sieht so cool aus. Mit meiner komischen Bommeldanze. Klede, kommst du mit? Ja, okay. Wo gehen wir denn hin? Keine Sorge, komm mal mit, du kannst mir vertrauen. Wir gehen jetzt einfach in den dunklen Wald. War, wieso das denn? Tja. Ich sag dir gleich, wo wir hin. Wo gehen wir denn hin? Ich sag's dir gleich. Sag mal, was ist denn jetzt hier? Na, guck mal, wie ihr hier nicht wieder an die Schmach hier, an diese abgefackelte Feld hier. Hier hin? Oh! Ey, da oben ist ja Fane. Boah, das war ja richtig schön. Hui, es sieht ganz so aus wie auf den Bildern, wie in den Märchenbüchern. Aber er sieht genauso aus wie in meinen Träumen. Boah, tja. Vielen, vielen Dank, Mann. So schön hätte ich mir ihn selber in meinen Träumen nicht vorstellen können. Ich bin so glücklich. Fane, kannst wieder runterkommen. Sag mal, hat ihr den jetzt nicht gesehen, doch? Hä? Ah, glücklich. Hurra, gehört, sie hat glücklich gesagt. Hate ist glücklich.
Ich hab's geschafft. Ich habe Hate zum Lächeln gebracht. Aber einmal reicht mir nicht. Oh nee, ich werde nicht ruhen, bis Hate nochmal so lächelt. Und dann nochmal. Ich weiß, was ich jetzt mache. Ich laufe zurück und spiele wieder im Ensemble zügellos. Dann werde ich berühmt und spiele noch bessere Mucke und sehe die Welt und habe was zu erzählen. Und mit meinem Flötenspiel werde ich Hate dann jedes Mal ein Lächeln aufs Gesicht zaubern, wenn sie Lust hat. Vielen Dank, Mann, ey. Sie wird dir verfallen, Kollege. Du hast da echt viel für mich getan. Hier, wenn du willst, dann nimm das hier als Belohnung. Maxi Edeltrüppel, geil. Ah. Danke, dann mache ich mich mal wieder auf den Weg, wa? Haust da rein, wenn wir uns mal wieder begegnen, dann verspreche ich dir, dass ich dich meine Musik auch zum Lächeln bringen werde. Ich habe schon genug gelächelt, ist okay. Cool, Leute, die Suche des Flötenspielers abgeschlossen. So, dann lasst mich gleich mal wieder zurückgehen zum Ensemble. Die waren ja richtig weit weg, ey, hier hinten bei der letzten Fee. Ja, wie kriegt die hier hoch? Der sieht echt ein bisschen schwierig aus, aber wir gucken mal. Eine Serenade für Chalcedonia, oder wie auch immer die Fee hieß. So, ich hoffe, das klappt jetzt. Nicht, dass die jetzt noch was ganz ausgefallen haben. Wo die Quest eigentlich schon, ne, war okay. So, was machen wir denn, Leute? Einfach weiter Richtung Süden? Immer weiter ein bisschen gucken, weiter questen? Ja, wie gesagt, wir wollen ja irgendwann auch noch, ja, wir wollen ja eigentlich zu den Gerudos, ne? Ich glaube, diese ganze Master Sword-Sache, ne, mit denen, dass es sich bewegt, und ich vermute immer noch Zelda und so, ne, Drache und so was alles. Ich glaube, das würde ich auch echt erst machen, wenn... Ey, ist ein Schrein in der Nähe. Wenn ich die Gerudos alle geschafft habe, ne? Immer so schön vor dem ersten Fight. Ey, da ist doch wieder jemand in Gefahr. Ich muss helfen! Und da unten steht irgendwas am Baum. So. Hilfe! Alter, ich komme. Ich bin schon da, der Held ist da. So, Hilfe, Mann! Ja, ich bin doch schon da. So, du komischer Monster. In den Po rein, Alter, richtig komm. Cool. So, danke schön für deine homische Horn als Ultralanze später. Sehr geil. Waffentasche ist voll. Hui, gerettet. Na, warst du zufällig auch diejenige, die um Hilfe gerufen hat? Ah, nee, wer bist du denn? Oh, ich habe so viel geschrien, dass ich kaum noch sprechen kann, danke. Du hast mich gerettet. Mehr als das kann ich dir aber nicht geben. Nimm es bitte an dich, ich bin sehr dankbar. Oh je, Abwehrwildgemüse, cool. Oh. Ich habe doch schon mal in Taburasa dich getroffen, weißt du noch? Vor dem Ding, aus dem Sonau-Bauteile rauskommen. Ey, stimmt. Ich habe nämlich gesehen, wie du da was reingetan und dann ein Sonau-Bauteil rausgeholt hast. Aber an der Dick-Dock-Hängebrücke im Südwesten gibt es auch so ein Ding. Das wollte ich mir mal genauer ansehen. Wenn du möchtest, kannst du ja auch mal hinreisen und einen Blick riskieren. Wer weiß, vielleicht gibt es in diesem Ding andere Sonau-Bauteile als in dem, das in Taburasa rumsteht. Ja gut, das müsste ja das letzte sein, was die auf der Erde gesehen haben. Die haben immer erzählt, von diesen Dingern gibt es drei Stück. So, wer ist denn das da? Wer steht da? Das ist doch die Frau, die Hilfe braucht, ne? Verdammt, ich hab mich wieder ablenken lassen, Mann. Wird doch noch nichts mit der Fee, aber wir müssen ihr doch helfen. Bitte, bitte. Ja, guck mal, Leute, ich kann nicht. Wie soll ich denn hier stehen bleiben? Guck mal, wie traurig sie guckt. Guck, wie traurig sie ist. Ja, da muss ich doch. Es geht doch nicht. Ma'am, was ist los? Oh, du musst helfen. Ach, wenn uns nur jemand beistünde. Was ist denn los, Ralera? Oh, blonde Haare? Mhm, ja. Ich kenne deinen Namen nicht, doch ich benötige deine Hilfe. Jemand, an dem mir viel liegt, befindet sich in größter Gefahr. In Lebensgefahr. Und wenn es sich handelt, kann ich dir aber nicht sagen. Doch diese Person kann sich nicht bewegen. Und ich bin zu schwach, sie allein zu tragen. Nichts wie los, Mann. Oh, ich danke dir von Herzen. Die Person befindet sich in einem Versteck, um sich vor Banditen zu verbergen. Hm? Tschum. Wir sollten sofort dorthin aufbrechen und acht geben, dass wir dabei nicht gesehen werden. Schleichmission. Ich warte ein Stück dieser Straße hinunter. Treffen wir uns dort. Okay, Leute, das ist ja auch wieder mit hier die Hilfesuchende. Ist auch wieder so eine Zeldas Stimmenquest. Und wer kommt da? Ist jetzt wieder einer der ist doch wieder der Händler, oder? Ah, nee, so wie derselbe Typ, der irgendwie, ja, ich hab hier Milch und so. Wollen wir nicht. Aber in die Richtung, okay, in die Richtung ist kein Schrein, aber bestimmt dann da oben drauf. Ach, da sind wir schon wieder. Sind wir schon wieder an dem. Ah, nee, nicht an dem. Doch, wir sind an dem Plateau, oder? Hier ist ja das Plateau. Ups. Ja, dass da oben Schrein ist, ja, habe ich natürlich wieder nicht gesehen, ne? Ich würde aber sagen, ja, Mann, der Part ist vorbei, ist mir leid. Beim nächsten Mal aber, Leute, die Fee befreien, erstmal hier der Hilfesuchenden helfen. Und dann sehen wir weiter das Abenteuer. Es gibt einfach viel zu viel entdecken. Viel zu viel zu entdecken und ich finde das aber mega, mega cool. Ich hoffe, ihr auch. Bis dann. Tschüss.